Dianoga Horizon wird den Blick nach vorne richten der Ernährungsindustrie. Gerade Technologie wird hier immer eine zentrale Rolle spielen und genau diese Verbindung von Herstellern, Technologieanbietern, aber eben auch dem Handel. Das werden wir auf der Dianoga Horizon zukunftsorientiert zeigen. Das heißt, wer zukünftig sehen will, wie die Ernährungsindustrie sich entwickelt und wie der Handel sich entwickeln wird, der wird auf die Dianoga Horizon kommen. Es ist ein wirklich ganz interessantes Format, ein Dreiklang aus Ausstellung, aus Konferenz und aus Networking und letztendlich natürlich Experience. Die Dianoga Horizon bringt eben viel mehr Akteure zusammen auf einer Fläche, als das eine klassische Dianoga der Fall ist. Denn wir werden nicht nur die Hersteller auf der Dianoga Horizon sehen, sondern wir werden eben auch Technologieanbieter haben, wir werden Startups haben, wir werden alle Partner des sogenannten modernen Ökosystems der Ernährungsindustrie und des Handels hier auf der Dianoga sehen zukünftig. Und diese Plattform, das gibt es weltweit nicht noch einmal. Und deswegen glauben wir ganz bestimmt daran, dass auch die Dianoga Horizon vom Start weg eine sehr erfolgreiche neue Veranstaltung in unserem Portfolio der Kölnmesse sein wird. Die Dianoga selber alle zwei Jahre ist das Schaufenster für Ernährung und Getränke in der Welt. Und diese Veranstaltung hat natürlich eine gewisse Kapazität auch. Und die Anbieter der Ernährungs- und Genussmittelindustrie findet hier entsprechend ihre Plattform. Aber darüber hinaus gibt es viel, viel mehr Anbieter und Partner in der Zwischenzeit in diesem Ökosystem. Und das wird die Dianoga Horizon entsprechend abbilden. Die Dianoga Horizon ist eine einzigartige Plattform, die Konferenz, Ausstellung und das Erleben, das Erlebnis der Zukunft der Ernährungs- und Genussmittelindustrie zeigt und bringt alle Akteure an einem Ort zu einem Zeitpunkt zusammen aus der ganzen Welt. Und das ist einzigartig und deswegen darf man die Dianoga Horizon nicht verpassen.